see, we will follow the procedure. This is the administrator. It's a secret. Hier ist er nicht so. Ja, hier in seine Tasche. Genau, noch einen Schritt zurück. Moment, ich muss noch mal ganz kurz schauen. Also, ich gehe noch mal. Das ist genau das. Darauf kann es an. Ausgerichtet. So, zweiter Tag meines offiziellen Besuches in Griechenland. Der begann hier heute Morgen in Athen. Mit politischen Gesprächen, zunächst mit der Staatspräsidentin, dann mit dem Ministerpräsidenten. Und ich habe ausdrücklich der griechischen Regierung meinen Respekt gezollt für einen Erholungskurs, der Griechenland aus einer tiefen Wachstums- und Wirtschaftskrise herausgeführt hat und inzwischen nicht nur zu stabilem Wachstum im eigenen Land, sondern auch zur Reduzierung der Schulden beigetragen hat. Das, glaube ich, ist etwas, was wir auch von deutscher Seite aus zu respektieren haben. Wir haben in beiden Gesprächen den Stand unserer beiderseitigen Beziehungen
beleuchtet viele Felder, zwei darunter, die ich hervorheben will. Eines, das vielleicht eines der ältesten Felder unserer Zusammenarbeit ist und eines der ganz aktuellen und jüngsten Notwendigkeiten. Das älteste Feld der Zusammenarbeit ist das der Erforschung der griechischen Antike. Und wir sind sehr stolz darauf, dass das Archäologische Institut aus Deutschland immer wieder betraut wird mit wichtigen Ausgrabungs- und Erforschungstätigkeiten in Griechenland. Olympia ist darunter. Und wir hatten heute Gelegenheit, gemeinsam Repräsentanten der griechischen Politik, der griechischen Wissenschaft ebenso wie der deutschen Politik und deutschen Wissenschaft 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut in Athen gemeinsam zu feiern. Zweitens, und das ist das aktuelle Beispiel der Zusammenarbeit, die gegenwärtigen Fragen der Migration und Flüchtlingsbewegung. Ich war soeben in einem Registrierungs- und Aufnahmelager unweit von Athen, ein Lager, ein Zentrum, was eingerichtet wurde zur Entlastung vor allen Dingen der Ägäischen Inseln. Eines von insgesamt 34, die mittlerweile in Griechenland bestehen, und diejenigen, die dabei waren, haben gesehen, was für eine Herausforderung das auch für Griechenland ist. Die hohe Zahl der Ankünfte in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, führt eben dazu, dass die griechischen Einrichtungen in hohem Maße belastet sind mit der Durchführung von Registrierungsmaßnahmen und Befragungen, die durchgeführt werden müssen, bevor die formellen Prüfungen, meistens Prüfungen um Asylgewährung, dann beginnen können. Und es zeigt sich hier auch, das europäische Migrationsproblem beginnt nicht erst an deutschen Grenzen, sondern es beginnt hier am Mittelmeer. Und es zeigt eben auch, was es heißt, wenn wir sagen, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen. Das führt eben zu solchen Einrichtungen, in denen Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, sehr lange und oft vergeblich auf ihre Aufenthaltsmöglichkeiten in Europa warten und gegebenenfalls auch zurückgeschoben werden in ihre Herkunftsländer bzw. Länder, aus denen sie die Flucht nach Griechenland angetreten haben. Der griechische Ministerpräsident hat heute Morgen sinngemäß gesagt, wir sind dankbar für jeden Beitrag, der sich populistischer Empfehlungen entzieht, sondern der dazu beiträgt, dass wir gemeinsam konstruktive europäische Lösungen auf den Weg bringen. Dazu gehört die Verständigung in diesem Jahr über das gemeinsame europäische Asylsystem. Und wir wissen auch, dass wir noch mitten in der Umsetzung dieser Vereinbarung stecken, bevor es in der Tat Entlastung und Verbesserung verspricht. Nur eines hat sich heute beim Besuch der Einrichtung nochmal gezeigt: im Gegeneinander werden wir die Lösungen nicht finden. Im Zusammenarbeiten der Regierungen und Staaten untereinander wird manches leichter, aber das Migrationsproblem wird auch nicht morgen von der Tagesordnung verschwinden. Mit Möglichkeiten für Fragen, Giorgio Welle. Hallo, Bundespräsident. Was bedeutet für Sie Solidarität und Zusammenarbeit mit Griechenland im Kontext der Migration? Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten, die Regierungen haben vieles richtig gemacht, indem sie darauf gesetzt haben, dass mehr Kooperation und auch mal mehr Verständnis unter den europäischen Staaten herrscht. Es besteht ja weithin Einigkeit, die Zahl der Ankünfte, die Zahl der irregulären Ankünfte nach Europa in die Europäische Union verringert werden muss. Es besteht Verständigung darüber, dass der Außengrenzenschutz verbessert werden muss. Es gibt eine Verständigung darüber, dass die Standards der Unterbringung vereinheitlicht werden müssen. Aber die Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist auf dem Wege, braucht seine Zeit. Und wir tun gut daran, dass wir von beiden Seiten, Deutschland und Griechenland, an der Umsetzung mitwirken. Ja, die? Die
haben Sie die Stimmung empfunden da aus dem Malakasa? Und das war ja doch ein Kurzbesuch, inwiefern blieb da Zeit, um auch über das Thema Rückführungen zu sprechen nach Griechenland? Wir haben über das Thema Rückführung gesprochen, aber es hatte sich im Lager eben herumgesprochen, wer zu Besuch da ist. Insofern waren die Vertreter der griechischen Behörden nicht ganz überrascht, dass es Proteste in dem Zentrum selbst gab, die sich natürlich an die Bearbeitungszeiten, gegen die Bearbeitungszeiten richtet, die es braucht, bis die notwendigen Prüfungsmaßnahmen für die Erlaubnisse auf die Flüchtlinge dort warten, durchgeführt worden sind. Aber es ist natürlich dieser Protest auch ein Appell an die europäischen Regierungen, die Grenzen nicht so dicht zu machen, wie sie jetzt zunehmend werden. Wir haben Verständnis und können nachvollziehen, dass die Flüchtlinge diese Erwartung haben, aber ich glaube, wir tun mit Blick auf den Zustand unserer Gesellschaften auch gut daran, dass wir tatsächlich die Zahl der Ankünfte gegenüber den letzten Jahren verringern. Und Rückführungen, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen mit der griechischen Seite? Meinen Sie die Rückführungen in die Herkunftsländer? Nein, nach Griechenland von Deutschland. Die griechische Regierung hat ihrerseits nochmal ihre Position bekannt gegeben und gesagt, es habe Rückführungen gegeben, die seien zwar in bisher überschaubarem Umfange, aber man dürfe sich die Hoffnung auf die, man dürfe auch nicht die Hoffnung an die Lösung des europäischen Migrationsproblems an diese Rückführungsfrage knüpfen. Dankeschön. Dankeschön.